Vielen Dank erstmal. Ja, ganz klares Ja. Also es ist nicht selbstverständlich, klar, man muss auch ein bisschen Glück haben, dass der Körper mitspielt, logisch, größere Verletzungen dürften nicht passieren, aber ja, ich fühle mich fit und ich habe auch noch Spaß. Ja, also für die Lebensplanung an und für sich, sag ich mal, kann man ja immer nur jahreweise planen. So ehrlich muss man auch sein. Man weiß nicht, was gesundheitlich eben auch passiert. Aber großartig Gedanken, wie es jetzt so weitergeht, habe ich mir ehrlicherweise noch nicht gemacht. Weil der Fokus ist jetzt erstmal auf dem Pokalfinale, weil das ist für uns nochmal ein schönes Highlight zum Ende der Saison. Du bist ja der älteste Keeper in der ersten oder in den ersten deutschen vier Ligen. Bist du da einfach nur stolz drauf oder bewirkt dieser Rekord etwas ganz anderes bei dir, wenn man davon von Rekord sprechen kann? Ja, ist ja, ich denke schon, dass man sagen kann, das ist aktuell ein Rekord. Aber es ist jetzt kein Ego-Thema, sondern eher so, auch so ein bisschen stolz, muss man sagen. Also wie du selber auch gesagt hast, es ist halt nicht normal, dass es so lange geht. Also meine Gedanken sind wirklich auf beiden Seiten. Ich habe das jetzt die letzten Wochen auch extrem nachverfolgt, wie die Konstellation im Pokalfinale sein könnte, weil ich insgeheim gehofft habe, dass das Finale in einem Cottbus gegen den FSV 63 Luckenwalde lauten wird. Ja, und es schlagen da zwei Herzen in der Brust. Ich habe hier mit dem Fußballspielen angefangen in Luckenwalde, habe dann zum Jahresbeginn 2020 nochmal gesagt, okay, ich gucke mal, was wir noch machen können. Ja, aus einem halben Jahr, wie es geplant war, sind jetzt inzwischen 3,5 Jahre geworden. Aber es ist schon auch für mich eine riesige Freude oder auch Genugtuung, wenn wir dann dort am 3.6. das Pokalfinale in Cottbus bestreiten können. Also generell muss man sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen in Cottbus, was das Fußballerische angeht. Ich habe auch heute noch meinen Lebensmittelpunkt dort, meine Kinder, meine Familie, meine Arbeit. Und ja, das mit Luckenwalde hier, mit dem Pendeln, ist wirklich einfach aus alter Verbundenheit, aber auch, weil ich noch viel Spaß an der ganzen Sache habe. Und in Cottbus ist, wie ich es auch schon gesagt habe, ist ein absoluter, ja, eigentlich kann man Traum sagen, jetzt nochmal so ein Spiel zum Ende der Karriere zu bekommen. Man vermisst ja immer das, was man nicht hatte. Und klar, in der Vita fehlt jetzt dieses Spiel irgendwo im Profibereich. Aber auf der anderen Seite hat man gefühlt 100 Spiele in der zweiten Liga auf der Bank gesessen, ein paar Spiele in der ersten Liga. Sicherlich wäre es schön gewesen, wenn man irgendwo mal die Minute gehabt hätte. Aber es gibt so viele schöne Momente und da denke ich einfach nur an die Testspiele, die wir gegen Bayern München zum Beispiel gemacht haben, im Trainingslager in Dubai. Zurück, wo man auch sehr, sehr viel mitgenommen hat. Generell hat man aus dieser Zeit immens viel mitgenommen. Was hoffst du natürlich? Ja, das ist vielleicht, die Frage sollte vielleicht aus beiden Seiten bestehen, sage ich jetzt mal, denn Pokal ist halt so gestrickt, dass es nur ein Spiel ist. Und in diesem Spiel kann viel passieren. Wir haben gegen Energie Cottbus in der Hinrunde dort 3-0 verloren, was auf dem Papier deutlich aussieht, aber vom Spiel her nicht so deutlich war. In der Rückrunde konnten wir hier zu Hause erfolgreich 1-0 das Spiel für uns gestalten. Und klar, Hoffnung, sage ich jetzt immer, stirbt ja immer zuletzt. Und die Hoffnung hat man. Aber man sieht auch, wie wir Fußball spielen, wie wir uns entwickelt haben, dass es für uns auch die Chance nicht unrealistisch ist, den Platz als Sieger zu verlassen. Und ich denke, für uns als Luckenwalde ist es ein Riesen-Coup, wenn wir das schaffen können. Definitiv. Also die Kulisse von 10.000 Zuschauern könnte vielleicht sogar noch höher ausfallen, wenn Energie es schafft, die Relegation oder sich für die Relegation zu qualifizieren.
Dazu brauchen sie jetzt am Wochenende halt noch einen Sieg. Und dann ist es in Cottbus so, dass da auch extrem viel Euphorie ist. Und dann, denke ich, werden da auch mehr als 10.000 Zuschauer im Stadion sein. Und klar, ein ganz besonderes Spiel. Also wenn wir vom DFB-Pokal reden, sagen ja immer alle die Großen, ob es jetzt Bayern München ist, Borussia Dortmund. Klar, wäre so ein größerer, höherer Gegner oder ein namhafterer Gegner schon interessanter als jemand nicht so Attraktives aus der zweiten Liga. Aber ehrlicherweise, so weit in die Zukunft hat noch keiner geguckt oder habe ich noch nicht geguckt und mich auch nicht mit beschäftigt. Meinst du jetzt für mich persönlich? Also. Das lassen wir mal außen vor. Nein, generell sehe ich den Verein eigentlich extrem gut aufgestellt, was hier in den letzten Jahren gewachsen ist, aufgebaut wurde und auch mit punktuellen Veränderungen geschaffen wurde. Es fing damals an mit der Infrastruktur für den Verein, sprich Stadion, Trainingsplätze, die immer weiter ausgebaut wurde, als auch aber der Kader, der Spieler der ersten Mannschaft und auch das Trainerteam. Da finde ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und ja, sind auch immer weiter bestrebt, die Professionalität dort reinzubringen. Und das ist auch wichtig und das brauchen wir auch, um in der nächsten Saison erfolgreich zu sein.